So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge America Truck Simulator. Und ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Also es waren tatsächlich genau 6 Striche vom der Audio-Volumen her. Nicht 6,5 oder so. Müssen wir sie gleich mal korrigieren. Sonst ist die Musik derbe zu laut. Und regen sich wieder alle auf. Da hat zwar noch niemand aufgeregt, aber hey. So, das heißt ungefähr so. Also, hätte ich ja gleich mal starten können, ja. Okidoki. Auf geht's. Ja, hier kommen wir jetzt nicht so gemütlich raus. Ich versuch mal ein bisschen rückwärts dann. Das Problem ist halt, ich sehe halt hier hinten dieses kleine Ding nicht mehr. Das sieht man hier überhaupt nicht, weil der Kackladung so groß ist. Ich hoffe also einfach mal. Wird schon schief gehen. Wenn möglich, machen Sie eine Kehrtwende. Ah, da macht er schon. Macht er schon einen Klick in der Optik. So. Jürgen, na dann, gucken wir mal, sollte reichen zum Wenden. Sieht alles gut aus? Jawohl. Schon. Ah, eigentlich sieht er da noch nach links. Sehr schön. So, 65. Ja, bin mal gespannt, ob wir die 400 Meilen in der Folge schaffen. Ja. Also wenn, wird es auf jeden Fall... Ja. Aber mal gucken, ich meine, wenn wir die ganze Zeit auf dem Freeway bleiben, könnte es klappen. Aber, ich meine, wir wollen doch noch pennen gehen. Ja, nein. Wahrscheinlich eher nicht. Und da vorne kommt eine 60er-Zone. Zumindest hat er gerade was mit 60er geblinkt. Oder die meine Musik. Low Door und Sharp Curve ahead. Aha. 55. Ja, gut. Ich würde mal sagen, Augen zu und durch. Weil durch, das sind die gar nicht.
Man kann dich auch anstellen hier, ne? Oh, jetzt brennt hier auch noch. Alle bremsen hier, was ist denn los? So eine Opfer. Ist ja auch ein Auf und Ab. Jetzt im Momentum ist raus. Scheiße, jemand dann. Gott, wir werden immer langsamer. Schon wieder bergauf. Oh, das ist wieder ist gerade. Ja, da brennt man schon runter, denn ich muss hinten raus. Ach nee. Die Fahrbahn trennt sich einfach nur. Aber auf diese Stelle fall ich aber immer wieder rein, kann es sein? Nee, nee. Watch for slow trucks. Also ich könnte nicht meinen. Oh, aber ich glaube, sie sollten nicht meinen. Ach du Scheiße. Oh. Leute. Gut, vielleicht sollten wir auch mal ein bisschen langsamer fahren. Zum Glück ist eine One-Way Ramp. Wow. Leider bremsen sie halt überhaupt nicht runter, ne? Normalerweise ist hier der Kies hier extra weich, damit echte LKWs halt schön einsinken und damit radikal halt runtergebremst werden. Ja, das funktioniert hier so in... meint das, wollte ich gerade sagen. In ATS und ETS irgendwie gar nicht. Ja, ja. Oh. Anfahrschwierigkeiten, okay. Dann Geheimtrick. Handbremse rein. So versuchen anzufahren. Und dann Handbremse raus. Und schon funktioniert es auch. Gut, außer wir haben keine Traktion mehr. Na, aber normalerweise, wenn du halt so steil stehst, dass du halt beim Anfahren den Motor abwirkst, weil du halt direkt ja, rückwärts fährst, halt immer der Trick, Handbremse rein, dann Vollgas geben. Und dann, ne, wenn der Motor auf Anschlag ist, dann die Handbremse rausnehmen. Und schon kommst du damit hoch. Außer, wie gesagt, du hast hinten keine Traktion mehr.
Da wird es ein bisschen schwierig. Du schaffst es! Kamadrayo! Hui! Hui! Ich bin der Stärke mit der Welt! Wupp, wupp! Soundtrack-Kulis! Also, liebe Zuhörer, wir kommen gar nicht da runter, ne? Weil wenden, dafür ist es zu klein. Und rückwärts fahren mit dem Auflieger geht gar nicht. Das sieht dann ungefähr so hier aus. So, klappt ihr hinten weg und dann rums. Weil da sind einfach zu viele bewegliche Teile. Naja. Deswegen habe ich ja vorher gespeichert. Zeit zu gehen. Ja, ja, sehr gut. So, schon müssen wir auch wirklich bald ins Bett. Das Bett ist mittlerweile schon rot. Ah, hätten wir da vorne gleich gekonnt, ne? Ah, verdammt. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Beschleunigen. Oh, dann legt ihr direkt die nächste Wohnung einfach an. So kurz hintereinander. Okay. Gut, wahrscheinlich wollt ihr einfach hier Scale 1 zu, keine Ahnung, 20 ist. Im echten sind die wahrscheinlich ein bisschen weit auseinander. Voila! Alles gut, easy. Hab alles unter Kontrolle. I'm a magnificent. Wie spricht man Magier aus? Ich weiß gar nicht. Magnificent klingt irgendwie falsch. Oh, da vorne ist wieder ein blaues Bett. Aber sie sieht schon wieder so weit abseits aus. Ja, voller Abseits. Na, ich fahr mal ein bisschen weiter. Vielleicht kommt noch was Besseres. Pendleton? Sagt mir gar nichts. Und ich kenne ganz Amerika, so, ne? Ich bin aufgewachsen. Wissen viele gar nicht. Bei mir steht zwar drauf, made in Germany, aber assembled in America. Klingt beides falsch. Made in Germany klingt wie der Name der Sextapes. Und assembled in klingt noch komischer. Außer ich bin Cyborg. Was ich auch bin. Wissen viele auch nicht. Ja, da vorne geht's ab. Dann bleiben wir mal rechts. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Genau das nämlich. Ist ja gut. Gott, wir haben noch voll viel Zeit. Wir haben noch 2 Stunden. Der vergisst schon an zu gehen. Was ist mit dem los? Normalerweise ist es doch erst bei etwas mehr als einer Stunde. Holy shit. Oh, bitte sei frei. Sieht aber so aus, okay. Achso, ich sehe. Schöne Brücke. Mag ich sehr dolle mögen.
Siehst du? Komm, fahren wir an eine vorbei, aber da haben wir derzeit grüne Welle. Wenn schön, wenn da Schlafplatz wäre, ist aber keiner. Sehr deprimierend. Ah, dann fahren wir da vorne mal doch rein. In der Hoffnung, dass da eigentlich Schlafplatz ist. Sieht erstmal nicht so aus. Ne, sieht wirklich nicht so aus. Verdammt. Okay, also weiter. Ronny, auf der Suche nach einer Rastplatz. Das Bett ist schon rot? Junge, wir haben noch über eine Stunde. Was ist denn los mit dem Spiel? Ist es neu, dass sie die Toleranzen angepasst haben? Wow. Wow. Hoffentlich fallen mir jetzt nicht schon gleich die Augen zu. Das war schlecht. Na, langsam setzt auch der Sonnenuntergang ein. Aber es kommt einfach kein guter Rastplatz. Das ist doch Scheißendreck. Und dann dürfen wir jetzt halt um 60 fahren. Da pennt ja quasi schon fast im LKW. Kommst du ausgeruht am Rastplatz an, als du losfährst dann später. Weil wir sind die Strecke vorbei. Wir brauchen eh nur noch 4 Stunden. Wir sind schon fast am Ziel. Okay, beim nächsten Rastplatz fahren wir rein. Egal, wie abgelegen der ist. Denn das ist Bullshit. Der hier da hinten, diese Sanddüne. Let's go. Sieht aber sehr aufgeschüttet aus, ne? Also definitiv ein künstlicher Berg. Oh, was ist denn da? Wird eine Straße gebaut? Ach, die Stelle hier, ja, die kenne ich sogar. Also, da hatten wir uns ja einmal so richtig hart verfahren gehabt hier, ne? Ne, so richtig hart nicht, aber ich musste irgendwie dann gegen die Fahrspur fahren, um da wieder rauszukommen oder so. Irgendwie sowas war da. Och, nö, ne? Da ist Schlafplatz, aber da hätten wir abbiegen müssen, um den zu erreichen. Ja, das ist doch nicht euer Ernst. Danke dafür. Das nicht cool. So schöner riesiger Rastplatz da. Und wir können auf dem nicht pennen, weil Scheißendreck. So, komm mal, da geht's auch runter. Können wir da jetzt einfach reinfahren? Weißt du was? Scheiß auf alles, ich versuch's einfach mal. Die Frage ist, welche Straße müssen wir nehmen? Wir müssen erstmal hier nach rechts. Und jetzt aber auch nachher links, ne? Ja, sieht so aus. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Was? Aufliegerschaden? Oh. Ja, ist richtig. Okay. Da haben wir auch gleich ein paar Fragezeichen, die wir aufdecken können. Easy. Alter, hier so rum lang geschlängelt, ey. Ist ja. Hat schon was. Finde ich geil.
Da vorne ist schon mal hier Jobcenter. Können wir eigentlich direkt mal reinfahren? Aua! Verdammt, ich hatte gehofft, wir hatten mehr Platz. So. Können wir so gleich unseren LKW reparieren? Mittlerweile hat er schon 5% Schaden. Und wir müssen, wie gesagt, unbedingt auf unsere Fracht aufpassen. Hier ist schon rot. Oh, verpiss dich hier. Los, fahr. Du Fahranfänger, du. Hey. Route neu berechnen. So, wie kommen wir da zum Dümmsten rein? Machen Sie eine Kehrtwende, Route finden. Ich glaube, mit dem Auflieger kommen wir da gar nicht voran, kann es sein? Bitte machen Sie eine Kehrtwende. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Dinger sind doch viel zu klein, um da drinnen zu wenden. Neu berechnen. Machen Sie eine Kehrtwende. Bin ich Olaf Scholz, der eine Kehrtwende macht, oder was? Hä, halt. Ach nee. Ich will nicht reparieren, ich will schlafen. Wo ist der Zaun? Da ist der Zaun, okay. So, na dann. Ja, einmal schon sauber rum. Ist doch groß genug. Sehr gut. Kann ich hier pennen? Sieht nicht so aus. Fertig zum Losfahren. Vor allem komme ich auch überhaupt wieder raus. Aber weißt du was, komm. Los. Bevor ich mich zum Affen mache, aua, einfach gerade ganz schön unsanft. Nehmen wir einfach den anderen Schlafpatienten. Frage ist, ob wir jetzt überhaupt rauskommen. Wie soll man hier so schön. Das war vielleicht ein bisschen viel. Nehmen wir mal den linken Ausgang. So, das passt schon mal. Sehr gut. Dann raus hier aus der Hölle. Biege nach links ab. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Gott, das sieht sich jetzt hier alles. Eine Frage, ob wir so noch zweimal schlafen können. Wenn wir jedes Mal nur 10 Stunden schlafen, dann ja. Aber ich glaube, bei ATS war es so, dass man immer 11 Stunden schläft, ne? Und 11 Stunden schlafen, die wären dann 22 Stunden. Das wird dann sehr knapp von der Zeit her. Ich glaube, das war definitiv keine gute Idee. Aber oh, eine Minute. Warum muss ja auch überall rot sein? Nicht geil. Gar nicht geil. Gefällt mir gar nicht. Außerdem ist es mittlerweile auch schon, ist schon wieder fast dunkel. Das heißt, wir schlafen definitiv nur einmal. Und dann passt das. Alles andere wird mir zeittechnisch einfach zu knapp. Vor allem, wenn er immer rot ist. Und dann rechts abbiegen. Wieso rechts abbiegen? Da kann ich gar nicht rein.
Abkommen hart! Gott, wie lange ist die Geldphase? Scheiße. Ich dachte, ja, bis irgendwas in Pushing gekommen ist, ist es wieder grün für uns, aber. Ampelphase ist doch langsamer gewesen, als ich dachte. Verdammt. Ah ja, wird schon. Easy. Hoffentlich bleibt da lange genug grün. Bitte bleib grün, bitte bleib grün. Grün, 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 grün. Immer geradeaus. Ja. Oh, gerade so geschafft. Und schon wieder rot. Ich krieg gleich ein Kind. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ich rolle! Nein! Das ist die Handbremse. I know. Endlich sind wir da. Ja, okay, jetzt auch reingekonnt. Aber ich mache lieber hier. Da ist mehr Platz. Doch, wo können wir jetzt hier pennen? Überall. Sehr geil. Dann nehmen wir hier einmal alle Plätze. Und pennen einfach mal quer über alle Spuren. So. Also wird der Erfolg gewesen sein. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis dann.